Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Wachtelvideo. Heute geht es um unsere Straußwachteln. Die haben nämlich nicht nur fleißig Nest gebaut, sondern haben jetzt auch mittlerweile schon 2 Eier gelegt, beziehungsweise auf dem Video sonst noch 2. In Wirklichkeit sind es jetzt sogar schon 3. Das heißt, wir werden auch bald bei den Straußwachteln Nachwuchs haben. Straußwachteln sind bezüglich ihrer Ernährung sehr anspruchsvoll. Das bedeutet, es reicht nicht nur, ein gut mineralisiertes, ausgewogenes Zierwachtelfutter zu füttern, sondern sie brauchen unbedingt auch frische Leckereien. Wie man hier wunderschön sieht, sind die Straußwachtelherren noch echte Gentlemen. Wer nur Legewachteln hat, wird das vermutlich gar nicht kennen, denn da denken die Hähne doch sehr an sich. Bei den Straußwachteln und auch bei anderen Zierwachteln, bei Zwergwachteln, ist es wirklich noch so, dass der Hahn sehr bestrebt ist, dass es der Henne gut geht. Er holt Mehlwürmchen raus und füttert ihr sie. Das ist bei Zierwachteln ein ganz, ganz typisches und unheimlich niedliches Verhalten. Nachdem beide die leckere Schüssel inspiziert haben und festgestellt haben, was es heute Leckeres zu essen gibt, sieht man hier auch wunderschön, dass der Hahn sich zurückzieht und wieder das Nest bewachen geht und die Henne im Vordergrund in Ruhe essen kann. Er kommt zwar auch mal zwischendurch nach vorne und klaut sich ein Würmchen, aber dann geht er auch wieder nach hinten und bewacht das Nest. Wie man sieht, gibt es heute bei unseren Straußwachteln lebende Mehlwürmer. Diese können natürlich auch gerne getrocknet sein oder man kann auch gerne andere proteinreiche Snacks füttern. Wichtig ist, zusätzlich zu den proteinreichen Snacks sollte es bei Straußwachteln unbedingt täglich frisches Obst und frische Früchte geben. Beispiele sind Kiwis, Bananen oder auch Weintrauben. Hier haben wir on top noch frisch gekeimtes Futter dazu. Wenn beide weg sind und gerade am Naschen sind, kann man hier mal einen Blick ins Nest werfen. Und der Hahn, das ist auch ein ganz typisches Verhalten bei Straußwachteln, sitzt natürlich oben auf dem Nest drauf und bewacht das Ganze, während die Henne am Essen ist. Ein ganz typisches Verhalten der Straußwachtelmännchen sieht man hier, nämlich das Wackeln des Schwanzes. Das kann man bei den männlichen Straußwachteln in der Brut- und Paarungszeit sehr häufig beobachten. Zierwachteln wie unsere Straußwachteln haben noch einen sehr ausgeprägten Brutinstinkt. Das bedeutet, dass es noch recht alltäglich ist, dass sie nicht nur Eier legen, sondern auch zu brüten beginnen. Bei unseren Legewachteln ist dieses Verhalten leider über viele Jahre weggezüchtet worden und somit nur noch relativ selten zu beobachten. Damit sich Straußwachteln aber auch so richtig wohl und sicher fühlen und auch mit dem Brüten beginnen, brauchen sie unbedingt viele Rückzugsmöglichkeiten in ihrer Unterkunft. Sie brauchen Höhlen, Äste, aber auch gern Blätter und andere Materialien, um ihr Nest bauen zu können. Auch wenn die Henne im Nest sitzt und die Eier bebrütet, sieht man, wie der Hahn nicht von ihrer Seite weicht und die ganze Zeit Henne samt Nest beschützt und bewacht. Wir sind schon unheimlich neugierig, wie viele kleine Straußiküken letztendlich schlüpfen werden. Wir werden sie natürlich auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, sowohl was die Brut angeht, als auch was dann den Schlupf und die kleinen Küken angeht. Und hoffentlich, Daumen drücken, Daumen drücken, Daumen drücken, werden wir bald von den anderen Zierwachteln auch von der Brut berichten können. Und dann natürlich auch von den kleinen Küken. Tschüss und bis zum nächsten Mal, eure Anne.